Ja, hallo an alle. Genau. Und hallo. Willkommen zurück zum alten genau. Szenario. Ja, genau. Wir sind schon wieder dabei. Scheiße, und natürlich, da noch keine Entscheidung getroffen ist, müssen wir leider die ganze Geschichte noch einmal machen. Werden wir jetzt auch tun. Und zwar, weil wir Spaß dran haben. Nein, haben wir nicht. Aber weil wir es können. Ja. Und weil wir es können, werden wir jetzt auch ganz eiskalt in die Schlacht reingehen, ohne viel zu regeln. So. Es wird übrigens das letzte Mal sein. Und dass ihr die Schlacht seht, das schon mal als Vorwarnung. Denn wenn wir es nochmal wiederholen müssen, werden wir das nochmal wiederholen. Allerdings würdet ihr dieses hier nicht sehen. So, okay. Ja, na gut. Gucken wir mal, woran es liegt. Ich habe den Router mal neu gestartet. Es kann durchaus an meiner Verbindung liegen, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Die ist jetzt nicht die allerbeste. Aber es muss jetzt nicht daran liegen. Es kann auch sein, dass halt Game Ranger ein bisschen überlastet ist und... Es kann auch sein, dass dieses und kann auch sein, dass das. Ihr wisst ja, wie das ist. So, gut, ich mute mich mal. Mute dich mal. Okay, so. Genau. Das heißt, wir brauchen erstmal das hier. Und zack, 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 zack. Weiter, weiter! Der Feind ist schlau. Bleibt zusammen, Männer! Vorwärts! Das die Stunde ist gekommen. Wir greifen an! Angriff wird belagert! Bereit machen, Bogenschützen! Schießt! Seid wachsam, Männer! Und der Schule! Attacke! Wir greifen an! Okay. Ja, alles gut. Okay, das geht tatsächlich diesmal schneller, muss man sagen. Okay, das könnte natürlich diesmal Probleme geben. Gucken. Ich weiß, was wir brauchen. Schaut euch um mich. Reform the lines! Reform the lines! Eilt euch! Vorwärts! Reitet! Schnell jetzt! Auf! Schnell jetzt! Sie fallen über den Baumeister her! Scheiße. Herr Baumeister, Sie haben ihn erschlagen! Unser Land wird belagert! Die Heerschau soll beginnen. Das ist natürlich blöd gelaufen hier. Sag ich so schon mal. Baumeister, die Kaserne ist fertig! Möge dies ein ruhmreicher Tag sein. Auf! Wir kommen zu spät! Sie haben das Gebiet bereits besetzt. Wir werden siegen. Vernichtet den Feind. Zerschmettert dies Übel. Sie greifen an. Zerstört diesen Ort. Kämpfen. Wir tun, was in unserer Macht steht. Unsere Armee kann nicht noch mehr Truppen versorgen. Werft diese Bestien nieder. Sie greifen das Lager an. Kampfbereit. Zerschmettert dies Übel. Okay. Treibt sie zurück! Bleibt standhaft, Leute! Die Gehöfte werden angegriffen! Werkzeug bereit! Unser Baumeister wird bedrängt! Wir müssen uns beeilen! Ah, scheiße. Baumeister ist okay, das war's dann. Das war's dann an der Stelle. Eilt euch! Auf! Rally to me! To me! Wir haben viele Soldaten! Na toll! Das letzte Mal hätte ich gewonnen! Wollte ich nur mal gesagt haben. So, wie das letzte Mal muss ich erstmal hier mein Muten wieder neu starten, weil das Makrodeck dann abschmiert. Augenblick, ich mach das mal neu. So, und nein, du hättest auch das letzte Mal nicht gewonnen. So, okay, was wollte ich? Makrodeck-Server hier beenden. Geht gleich wieder weiter, Leute, dann habt ihr auch wieder Bild, sorry. Also, Makrodeck-Server. jetzt wollte ich auf meinen Monitor als Touchscreen drücken. Viel zu viel auf einmal. So, okay. Wir sind hier und haben es diesmal besser gemacht. Kurz und schmerzlos. Gut. Ja. Einfach nur, damit es nicht wieder asynchron wird. So, Schlacht zu berechnen. Das Gute ist, im Prinzip ist es genauso gelaufen wie, eigentlich ist es besser gelaufen, wie ich es wollte eigentlich von Anfang an. Du musst dich zurückziehen, du hat keine Einheit mehr, ich habe nichts verloren. Im Gegenteil, ich habe sogar ein paar Erfahrungen gewonnen, kann aber keine Einheit holen, weil ich keine gebaut habe, weil ich zu schnell war. Huch. Aber ich glaube, das hätte ich sowieso nicht gemacht.
das Erste, was wir jetzt mal machen, speichern. Denn fürs nächste Mal dann halt mit und wahrscheinlich vom nächsten Gefecht auch. Ja. Müssen wir wohl oder übel öfters machen. So. Das stimmt wohl. So, verlassen wir es halt nicht. Okay. Damit ist die Phase beendet. Wir haben die Schlacht gewonnen, wie es von Anfang an geplant war. Und ja, schauen mal, wie wir es jetzt planen. Okay. Freunde, ich würde sagen, ich beende die Phase. So, ganz eiskalt. So. Nichtsdestotrotz, wenn man hier auf die Karte guckt, ich habe zwar beide beide Schlachten gewonnen. Trotzdem hat Dü in der Phase doch ein bisschen was an Rohstoffen und Rohirem, ja eigentlich also an Territorien gewonnen. Manu, schwere Geburt hat. Was habe ich denn gewonnen? Schwere Geburt. Ein Territorium habe ich gewonnen. Drei. Also, drei. Nein, eins. Wir hatten ja nachgezählt. Ich hatte eins gewonnen. Eins, wieso eins? Da eins, dort eins. Aragorn und ja gut, dann, aber dann, dafür hast du ja auch zwei. Dafür hast du ja auch zwei gewonnen. Drei, es waren schon drei. Was? Du hast trotzdem zwei gewonnen. Also. Ja, kann sein. Ich habe zwei gewonnen, du hast drei gewonnen. Aber dennoch, wie gesagt, sind jetzt nur noch 23 zu 27. Einheiten macht er immer noch eins voraus, aber ja gut, das kennen wir ja von, ne? So. Was willst du machen? Was willst du machen? So ist es nämlich. Eben. Gut, ich mute mich mal, dann geht's in die taktische Phase und dann schauen wir mal. Also in die strategische. Strategische Gas. Oh, ich hab's heute nicht mehr mit den Wörtern. Ich glaube, ich bin zu verwirrt. Wir müssen abbrechen, Dü, sonst hast du noch einen Vorteil, so geht das nicht. Okay. Ja. Bin gespannt. Na gut. So, eine weitere taktische Phase. Also. Ihn hier oben kann man eh nicht wirklich aufhalten. Das ist irgendwie, da ist der Drops irgendwie so ein bisschen gelutscht, muss man sagen. Da haben wir nicht so richtig Aktien drin, tatsächlich. Also ihn hier könnte man auf jeden Fall zurückdrängen, muss man sagen. So, also ja, ich bin gerade am Herumüberlegen, wie man das hier am besten bewerkstelligt. Ich glaube, wenn man das einmal voll auspowert, also einmal voll ausnutzt, alles, was man irgendwie hier herumstehen hat, dann sieht das, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Ja, das Gebiet ist mir tatsächlich recht egal. Kann er machen, was er will damit. Ja. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ja, meinetwegen. Was machen wir mit ihm hier? Mit dem Kamerad. Der hier muss eigentlich in die Offensive gehen, finde ich persönlich. Und hier ist alles noch sehr unentschieden. Also hier gehe ich auf jeden Fall hier in die Richtung. Das ist natürlich klar. Was wäre denn, wenn wir den Fight hier verlieren würden? Wäre auf jeden Fall nicht so cool. Aber wir müssen auf jeden Fall dem entgegenstellen. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Hier wird es von Theoden nur die Möglichkeit geben, natürlich ganz klar hier anzugreifen. Und somit werde ich die einzige Möglichkeit, ich kann ihn nicht zurückwerfen. Ja, ich habe leider auch keine Einheit dort. Ja, und deswegen weiß ich nicht. Also gut, selbst wenn er auf dem Stadtgebiet landet, ist es umso besser sogar. Weil ich dann mit Theoden hier einmal lang kann. Also ist das sogar ganz okay. Und hier würde ich, glaube ich, ganz gerne einmal. Er hat hier die Rohirrim-Bataillone. Was hat er denn hier gemacht? Hier Rohirrim.
Das Gebiet ist mir egal. Das lassen wir ihm einfach. Das Stadtgebiet. Das lassen wir ihm einfach. Ist mir scheißegal. Er kann machen, was er will damit. Mit dem Scheiße. Ja, ist nicht schlecht. Ja, hier unten brauche ich eigentlich gar nichts mehr machen. Großartig. Was ich vielleicht nochmal machen könnte, wäre hier auf jeden Fall nochmal eine Festung. Weil die gibt ja auch tatsächlich Punkte, und das muss man ja auch so sagen, das ist ja auch tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn es da irgendwelche Punkte gibt. Okay, die sind okay. Okay, ansonsten ist hier alles soweit erstmal clear. Ja, wir haben genug. Einheiten 60 zu 49. Aber wie schon gesagt, wenn wir hier ihm die Einheiten abschneiden, dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Kann durchaus sein, dass er einmal alles reinzieht. Aber das weiß ich nicht, ob man das machen kann. Kann man das machen? Man könnte es machen, theoretisch sogar. Weiter ist, bist du soweit? Ich glaube schon. Ja, ich bin sogar fast soweit. Gut, warte mal. Ich überlege gerade. Der und der, das ist nicht schwer. Gut. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus und das sieht gut aus. Gut. Okay. Na, dann gucken wir mal, was wird. Okay, bin mal gespannt. Mal schauen, was du so Schönes machst. Mal schauen, was du so Schönes machst. Ja, mal gucken. Wir können ja wieder noch eine kleine Auswertung machen, was ja wir denken. Okay, Phase beenden. Okay, Aragorn habe ich schon mal nicht erwartet, dass du den einfach stehen lässt. Nee, den habe ich nicht stehen gelassen. Ach, der wurde zurückgeworfen. Was ich merkwürdig finde tatsächlich. Aber okay. Ja, einer muss ja zurückgeworfen werden. Meine Armee ist wahrscheinlich potenziell ein bisschen stärker und deswegen wurde er zurückgeworfen. So. Das da oben habe ich erwartet. Das da oben habe ich ebenfalls erwartet. Wo ist deine andere? Der ist hier hinten. Das habe ich in der Form nicht erwartet. Ist was okay. Denn? Was hast du nicht erwartet? Boromir, der da hinten natürlich wieder ein bisschen durch die Gegend räubert. So. Ja, der hält jetzt seine 5 Rohre hier im Hals des Sklaven. Die stehen da ja gar nicht. Ach so, weil du ja. Die Gefahr bestand, aber mehr macht's ja nicht. Ja. Ich muss ja halt nur mal hinziehen. Okay, so. Gut, wir haben wieder ganz viele tolle Gefechte. Ich bin gespannt. Tatsächlich drei Stück, das ist ja vier. Wahnsinn. Vier. Vier oh Gefechte. Gott, eieiei. Das heißt, einmal hier, nee, hier nicht. Hier oben 2, das ist logisch. Da wahrscheinlich gegen die Festung, ne? Ja, ach, gegen die Festung. Da ist eine Festungsschlacht. Oha, ich muss gegen die Festung ran. Und dann hier unten auch nochmal. Also man muss sagen, ja, wird spannend werden. Das ist eine spannende Runde. Das könnte vielleicht sogar so eine kleine. Kann ich die Festung halten oder nicht? Ja, gucken wir mal. So. Das könnte sogar, das muss man dazu sagen, das könnte vielleicht sogar die Game-Changer-Runde vielleicht werden. Wer weiß. Also sagen wir es mal so, wenn du vieles verlierst, dann sieht es schon mal sehr, 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 sehr schlecht aus für dich, muss man sagen. Weil dann, dann wäre es halt richtig, richtig bitter. Und wenn ich halt viel verliere, dann ja, brauche ich eigentlich den Ringkrieg auch nicht. Kannst du nochmal speichern? Dafür. Ich habe nämlich versehentlich schon auf die Dinge, oder kann ich das selber noch? Nee. Versehentlich kann ich mal speichern. Ja. Ja, möchte speichern, ich bin einverstanden. Dazu brauchst du die Zustimmung des anderen Spielers. Verlassen will ich natürlich nicht. Nein. Weil ich habe nämlich versehentlich schon auf Echtzeit gedrückt und kann ja dann nicht mehr speichern. Aber so haben wir es sicherheitshalber gemacht. Okay, ich gehe also nicht auf Echtzeit, sondern halt auf die Schlacht. Ja, ich bin gespannt. Das erste Mal Khandun hatten wir bisher, glaube ich, wirklich noch nie gehabt. Schon mal da gefightet? Nein, das ist ja eine der neuen Karten und eine der neuen Festungen. Gucken hast du da schon mal gefightet? Nee. Nicht gegen menschliche Spieler, sagen wir es mal so. Okay, na gut, denn würde ich sagen, geht's los in der nächsten Folge. Ja. Und ja, an der Stelle war's das für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.